mit dem Back-Eye, ob sie dann den Vorgaben und dem Referenzraum in allen Teilen entspricht. Die weiteren Schritte werden dann sein, dass wir in die Ausführungsplanung gehen, die Werk- und Montageplanung initiieren, den Musterraum durch die bereits beauftragte Firma erstellen lassen. Und ich muss dazu sagen, wir haben 150 gleichartige Räume in unserem Objekt, wo sich das also schon lohnt, da mit einem Musterraum zu arbeiten. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann übergebe ich wieder an Herrn Gumbert. Ich sehe schon Zeichen, schnell weiter die Folie. Wir gehen jetzt in die Übergabe und dort haben wir, ich habe es nur skizziert, wir müssen prüfen, werden die Fabrikate eingehalten, die beauftragt sind? Sind die Funktionen, wir kommen wieder auf Funktionen, eingehalten? Ist das, was wir in der Ausführungsplanung dann umsetzen, auf das Objekt bezogen umgesetzt? Werden die Eigenschaften eingehalten? Frau Penningstein, weiter. Und dann werden die optimalen Betriebszustände erreicht, wird das die Effizienzklasse und. Und wissen Sie, wie das heute ist? Stichprobenartig 30% max. Das kommt immer ein bisschen auf den guten Fachplaner an, den wir dabei haben. Und was wollen wir erreichen? Das wäre dann auch der Abschluss, damit wir den Bogen auch bis an Ende gespannt haben. Frau Wenningstein? Ja, also wie gesagt, 30% konnten wir bisher machen und jetzt wollen wir einen anderen Weg gehen in unserem Musterraum, dass wir eben uns Hilfsmittel bedienen und der TÜV hat jetzt angeboten, das Ganze zu überprüfen, den Test zu 100% für uns durchzuführen und mit Hilfe des Back-Eyes uns dann eben aufzuzeigen, ob wirklich alles so umgesetzt wurde, wie es eben mal besprochen wurde. Er überprüft auch die Konfiguration, er überprüft die Einstellwerte, ob die Anlage energieoptimal arbeitet, ob eben alle Planungsziele erreicht werden, auch unter energetischen Gesichtspunkten. Er wird uns einen sogenannten Objektbrief für diesen Musterraum erstellen und falls er eben Energieeinsparpotenzial sieht und eben ermittelt, dass irgendwelche Bereiche nicht richtig bearbeitet oder eingestellt wurden, wird er uns da eben aufzeigen, was zu ändern ist. Und sobald wir dann den Raum optimiert haben in allen Punkten, dann werden wir eine Mängelfreimeldung machen und im Anschluss dann 150 Räume gleich gestalten. Und wir erhoffen uns davon, A, dass wir eben eine höhere Qualität haben, B, dass wir eben uns leichter tun, auch bei der Abnahme und C, dass wir eine ganz höhere Nutzerzufriedenheit damit erreichen, weil einfach unsere Prüfmechanismen dann auch besser und umfangreicher sind. Ja, und das war's von unserer Seite. Wir bedanken uns. Ja, auch von meiner Seite. Und wenn noch Fragen sind, wir haben jetzt in aller Kürze mal versucht, 5 Jahre eines Projektes zu skizzieren und was ein Bauherr dabei ist. Es ist vielleicht nicht einfach und wir bitten dann zu entschuldigen, dass wir da auch Lücken drin haben und dass wir ganz kleine Schritte machen und das auch erst ausprobieren müssen, aber wir wollen es vorstellen und gucken, wie wir Erfolge erzielen. Dankeschön. Auf der